So, weiter geht's. Sorry. Bei Secret of Mana. Und wir sind im Hexenwäldchen. Versuchen weiter irgendwie die Hexe zu finden. Das Hexenhäuschen. Okay, die Dinger kriege ich, glaube ich, mit der Axt weg. Ah ja. Na, boah, auch schon. Okay, sehr gut. Wieder eine Sackgasse gefunden. Daran bin ich ja gut. Ach so. Wir müssen jetzt nochmal in ihr Verhalten ein bisschen rummurksen. Tuttle erreicht Level 5. Das ist so bei den Kapuzen Robin Hoods hier. Britney erreicht Level 3. Hit me, baby. Ja, okay, ich wäre auch schon offen. Ja. So ein Auge wie mit den Slimers da. Aber Steve ist gezappelt. Ja. Das soll mal irgendwann wieder aufhören. Also wie mit den Slimers, mit den Schleim-Gegnern. Habt ihr ja gesehen, können die Gegner spawnen lassen. Oder erzeugen sie Gegner. Kann man daneben stehen und dann sind sie nur am Flüchten. Nur aus der Distanz können sie. Das sind die Besten. Naja. Wieder mal eine Bombe statt irgendwas Praktischem. Okay. Und ihr seht auch, selbst wenn sie selber nicht zuschlagen, steigt das Waffenlevel auch bei den Gefährten. Es geht dann nur nach Anzahl der Gegner. Wie später nachher mit den Zaubern, geht es da nicht um irgendwo Qualität, sondern um Quantität. Axt bin ich mit durch, ist Level 1. Dann schnappe ich mir jetzt mal die Lanze. Einfach mal ganz uneigensinnig, dass ich erstmal mit meinem Hauptcharakter die ganzen. Hallo. Ja, super. Die ganzen Waffen durch habe. Das ist natürlich jetzt, haben wir einen ganzen Schwung an Waffen bekommen. Weg, bevor die wieder unsere Leute erschießen. Ich hab nicht. Hallo.
vielleicht auch mal an hier. Turtle erreicht Level 6. Brittany erreicht Level 5. Hier ist so ein Switch. Und da ist so ein Pfeil. So ein Pfahl. Da kommen wir nachher weiter, wenn wir eine weitere Waffe haben. Da will ich jetzt mal nicht spoilern wieder. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich schon getan habe. Ach ja, werde bloß nicht alt. Los, alle auf ihn. So ein Pilz jetzt langsam auch schon mit zwei Schlägen, das ist auch nett. Dauert das nicht mehr so lange. Darkwing Duck. Und weg ist er. Hallo. Komm. Ach. Du hast Brittany erschossen. Ja, was jetzt, ne? Macht Sinn. Geh weg. Der mit dem Wolf tanzt. Wahrscheinlich wirklich in den Innenhof. Wir müssen gucken, ob es hier. Zu spät. Ja. Erstmal das Auge erwischen. Brittnäs Klaue. Okay. Dann, keine Ahnung, vielleicht mal ein bisschen was aus der Distanz. Mal ausnutzen, dass da so eine Schlucht zwischen uns ist. Gar nicht drauf geachtet. Steve erreicht Level 9. Auf hier zu schießen, aber was ist denn hier los? Schießt hier einfach auf Leute mit Pfeile. Das ist nicht der Sherwood Forest. Auch. Bisschen doof, dass man erst zu spät sieht, was da an Gegnern lauert. Ja, wusste ich. Irgendwie habe ich es noch geahnt, dass hier dass ein Stuhl angreifen.
Zappelhocker. Ist das jetzt auch ein Gegner hier? Okay, alles was hell ist, ist Gegner. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier so langsam Richtung Bosskampf geht. Oha! Wieder zwei von denen. Ich muss aufpassen, dass die sich nicht gegenseitig heilen. Sehr gut. Aha. Soldat, er gehört zu Hagen. Hagen? Wo ist denn Hagen? Meinst du vielleicht den Hagen? Ja, wen denn sonst? Es gibt nur einen. Gut. Wie hast du das nur erraten? Ja, ich meine den Hagen, du Dumpfbacke. Hagen ist in großer Gefahr. Die Hexe hat ihn sicher in ihrer Gewalt. Wollt ihr wirklich zur bösen Hexe? Dann geht wieder nach oben. Ihr müsst zu dritt auf den Schalter stehen. Schalter? Okay, lasst uns nach oben gehen. Miau, die Hexe hat mich hier eingesperrt. Braucht ihr etwas? Speichern? Jawohl. Ich glaube, das ist das Einzige, wozu der Kater da ist. Weil bei dem kann man ja nichts kaufen. Und apropos nochmal zum Hagen, ich habe ja, kennt ihr das, den Spruch, alle gehen zur Beerdigung außer Hagen, der wird getragen. Ich weiß, der ist etwas dunkel, aber... Okay. Axt erreicht Level 1. Toten erreicht Level 8. So, ich hatte die Lanze. Höllenspion ist erledigt. Bam! Auf sie! Die verteidigen sich dann praktisch nur so aus Panik, wenn der Gegner nah bei denen ist. Super.
immer zu denen, damit sie auch mal zuschlagen. Und jetzt gehen wir wieder raus und jetzt sind die wieder da, diese Höllenspione. Für mich sind Spanner. Aber ein gutes hat es, wir grinden weiterhin. Schön weiter. Die Level nach oben, dass wir mehr HP und alles haben. Nicht wieder eine Falle. Ja, wieso auch nicht. Ich glaube, es gibt eigentlich von 10 Kisten sind 8 mit Fallen. Ich glaube, später gab es so einen Zauber, dass man dann vorher gucken kann, was in den Kisten ist. Ach, die kann ich... Ja, hä? Ich bin schon wieder auf dem... Naja. Also gewinne ich mir den beiden aber keinen Blumentopf hier. Brett, ne? Bei der anderen warte ich mal noch, bei Tunnel. Bei der anderen, sorry. Das ist einfach so drinnen noch von den Charakteren von sonst. Sie springt über den Tisch. Ih, Kinder, was wollt ihr hier? Na, warte. Was denn? Wer ist das jetzt? Tura, ich muss gerade noch diesen Typ zu Tantalus schicken. Tantalus? Britney Hagen! Ach so, das war der blonde Hagen. Was hast du getan, Tura? Wo ist er hin? Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reichte meine Magie nicht für ihn. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Britney? Tantalus? Ja, Tantalus. Der Chef einer Organisation, die Pandoria zerstören will. Okay. Wie konntest du nur... So bin ich halt. Hihihi, Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald wird er die Burg von Pandoria erobern. Später dann die ganze Welt. Narr. Aber genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Ich glaube, den kenne ich auch noch. Sehr gut. So schnell ist das Problem mit den Mädels erstmal erledigt. Ja, das ist einfach, die haben noch keine Rüstung, Kleidung, irgendwas, dass die irgendwo ein bisschen was abkönnten. Ja, sicher. Erledigt. Was für ein Quark. Komm, steh auf, 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 steh auf. Ja, super. Jetzt zaubert er noch. Runterkommen.
Zeit durch. Ja, super. Und nun? Kann ich... Okay. Der Rhythmi hat mehr HP. Wie glaube ich noch von dem? Eins. Sehr schön. Ziel auf die andere. Wieso auf mich? Hallo, irgendwie habe ich jetzt wirklich gerade nicht verdrückt. Ich will doch nur wieder auf den Jungen ruf. Nicht wieder. Ich wollte gerade sagen, nicht wieder da oben rauf und dann hier tricksen mit deinen Zaubertricks da. Nein, nicht bewusstlos. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Komm, 98 HP hast du noch. Jawoll! Und weiter geht's. Boomerang Orb erhalten. Und alle sind wieder lebendig. Was wollt ihr noch? Habt Gnade mit mir. Okay. Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr. Also hat er mir seine angeboten. Dafür musste ich für ihn die Menschen hier verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Ja, klar. Wenn ihr nach diesem Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen Pandoria. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauche sie nicht mehr. Der Orbschalter im Lavatempel? Ihr betätigt ihn mit einem Wasserzauber. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Okay. Dann kriege ich hoffentlich auch endlich mal Zauber. Die Peitsche. Endlich können die Peitschenspiele beginnen. Und 50 Goldmünzen. Na, ist ja extrem viel. Kenne ich von alten Omas eigentlich besser, aber naja, das ist halt nicht meine Oma. Sind die jetzt befreit? Ne, er ist immer noch da. Ich will nur speichern, mehr will ich nicht. Und für deinen Wucher kannst du da ruhig im Käger bleiben. Elendig einsitzen. So, habt ihr davon. Jetzt wissen, was hier drin ist. Nichts. Wahrscheinlich waren hier auch nur Monster drin. Bösen Stühle sind auch weg. Kein Stuhlgang mehr. Brittany, wir müssen zu Haken. Steve. Hörst du mich?
Komm sofort zum Wasserpalast. Stief? Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Ich müsste zwar zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten. Ja, dann kann er warten, ein Typ, ne? Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Sagt Tuddel. Wieder den Ballonkopf. Aber Britney und Tuddel werfen sich vor mich. Immer schön die Gegner, wir wollen ja mal stärker werden. Seht ihr mal, wofür die Peitsche ist? Eine Runde Indiana Jones, würde Sam sagen. Und ich wüsste auch genau, was er jetzt summen würde. Kaching, ich hab Sam gesagt. So, Abkürzung. Und ab geht's schnell zur Aquaria zum Wasserpalast.